Ich bin auf Bushcraft-Tour unterwegs. Da habe ich auch ein bisschen neue Ausrüstung mit dabei. Außerdem möchte ich mal diese typische Trekking-Nahrung ausprobieren, ne? Track and Eat und wie sie alle heißen. Habe ich nämlich noch nie gegessen. Samas ist auch mit dabei und dann wird das natürlich ein schönes kleines Video, ne? Moin, mein Name ist Alvo und ich bin hier im Wald unterwegs. Kommt einfach mit. Heute bin ich nur auf einer kleinen Bushcraft-Tour unterwegs, das heißt ohne draußen zu schlafen, weil ich einfach nicht genug Zeit habe. Es wird mega dunkel, das liegt aber daran, dass wir im Moment so viel Wetterwechsel haben. Es fängt gerade an zu regnen. Ich hoffe nicht zu doll, weil ich habe gar keinen Tarp mitgenommen. Ne, die Temperaturen sind wieder runtergekühlt, wir sind teilweise bei nur 14 Grad im fast Mitte Juli. Das ist schon kühl. Für Mitte Juli. Mal gucken wir mal, was der Sommer noch so bringt. Im Moment bin ich ja sehr viel eingebunden. Das hatte ich schon im Community-Tab mal geschrieben, dass ich ja jetzt eher benutze mittlerweile als Facebook zum Beispiel, weil ich da einfach besser mit euch so schnacken kann. Das geht schneller, unkomplizierter als nochmal eine extra Plattform. Und ich finde Facebook auch einfach nicht benutzerfreundlich, muss ich mal so ehrlich sagen. Diese Eingebundenheit, ja, die macht es mir natürlich schwer, wirklich unter der Woche dann viel zu machen, ne, neben allen anderen Tätigkeiten her mit dem Mittelalterverein und so weiter und so fort. Ne? Aber das hatte ich ja geschrieben und im September, Oktober wird es dann alles wieder ein bisschen besser. Da kommt dann auch mehr vom draußen Schlafen. Wir waren übrigens gerade im Urlaub sozusagen. Wir waren auf einer kleinen Harztour unterwegs, haben einen Harzer Hexenstieg ein bisschen angefangen, ja, bis kurz vor den Brocken. Haben den Brocken dann aber zeitlich leider nicht mehr geschafft, weil wir dann wieder hoch nach Fehmarn mussten fürs Wochenende. Und haben mit dem Stempelpass angefangen, weil ich habe mir jetzt nach dem Heidschnuckenweg der Nadel, die ja auf meiner Armee-Cap drauf ist, also nicht auf dem Hut hier, ich überlege, ob ich das change, also ob ich lieber hier die Nadeln drauf habe, als auf der Cappy. Ich werde mal sehen, wie ich das dann genau mache. Das heißt, ich will jetzt auch vom Harz die goldene, den Wanderkönig haben. Ne? Da sind, glaube ich, 50 Stempelstellen für notwendig. Und für den Harzer Hexenstieg sind es, glaube ich, 16. Ja. Also 50 Stempelstellen sind schon ordentlich. Den Harzer Wanderkaiser, ja, das wird ein bisschen schwierig. Ne? Alle 222 Stempelstellen, das ist natürlich eine Hausnummer. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, aber 50 Stempelstellen sollten absolut machbar sein, damit ich die nächste goldene Wandernadel sozusagen mir abholen kann. Und dann gehe ich nochmal auf den Westweg später und mir da dann die Nadel, und letztes Mal habe ich es ja leider vergessen, mir da die Stempel zu holen, zu besorgen sozusagen. Ne? Und dann noch Seenplatte und was weiß ich. Ne? Ich mag das einfach, eine schöne Wanderung zu haben, und am Ende hat man was Kleines, was einfach nicht viel kostet. Ja? Was auch nichts Tolles im Prinzip ist, aber es ist ja was Schönes für dich selber, weil es dich daran auch immer genau erinnert, mal ganz davon abgesehen, dass ich alles auch in meiner Videoform habe, dass du einfach was geschafft hast. Ne? Und das ist einfach was besonders Schönes.
Bei unserem kleinen Ausflug in den Harz habe ich nicht besonders viel gefilmt, da ist nicht genug für ein eigenes Video zusammengekommen, aber trotzdem gibt es hier einmal für euch ein paar kleine Ausschnitte. Ja moin, ich bin Alvo, ich bin gerade auf kleiner Tour unterwegs und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, zumindest bei mir ist es guten Morgen, wann auch immer du dieses Video siehst. Wir sind auf einer Outdoor-Tour unterwegs, mit uns meine ich Seja, mich und natürlich auch den kleinen Samwise. Wir sind im Harz, genau auf dem Harzer Hexenstieg unterwegs und wir waren gestern späten Nachmittag schon ein bisschen los, sind schon ein bisschen gewandert und sind jetzt in der Nähe von einem See, knapp 8 Kilometer nach dem Start, haben uns dann mit dem Zelt hingehauen und jetzt möchte ich anfangen für euch zu drehen, ein schönes kleines Video zu machen. Wir werden die Zeit draußen genießen, die Natur ein bisschen genießen. Wir wollen ungefähr 2,5 Tage unterwegs sein und im Endeffekt haben wir uns auch den Wanderpass von der Harzer Hexennadel bzw. allgemein vom Harz mitgenommen, damit wir stempeln können. Ne, ich bin ja im Moment so ein bisschen auf kleine Pinzjagd, die vom Heidschnuckenweg habe ich ja schon und da wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem kleinen Video. Dem einen oder anderen wird es natürlich aufgefallen sein, dass ich nicht nur mit der Wandercappy unterwegs bin, das ist eine ganz normale US-Armee-Cappy, für wenig Geld soll das einfach ein Sonnenschutz sein, sondern dass ich jetzt zum Beispiel im letzten Video auch schon den Hut hier getragen habe. Ne? Das ist ein Wollfilzhut, also 100% Wollfilz und das finde ich deutlich angenehmer, muss ich sagen, als Baumwolle. Ist einfach temperaturregulierender, genauso wie das ja hier mit meinem Rough Stuff Anorak ist, meinem Haudegen heißt er, genau, dem Haudegen. Übrigens hatte ich jetzt gerade gesehen, die Firma Rough Stuff scheint die sich jetzt irgendwie bei Petromax mit anzubandeln, also die scheinen was integriert worden zu sein, so als große Firma dann insgesamt. Schauen wir mal, was da in nächster Zeit passiert. Und den Hut hier, den habe ich hauptsächlich als Sonnenschutz und weil der sich mit Wollfilz so angenehm trägt, habe ich den eigentlich mittlerweile fast immer an. Ich werde mal gucken, ob das im Winter auch so bleibt oder ob ich da dann wieder kopffrei sozusagen rumrenne. Aber im Sommer mit der Sonne ist das einfach super. Ne? Ist total angenehm. Das ist eine kleine neue Sache, die bei mir so ist. Und ich wollte schon längere Zeit einen coolen Wanderstock haben. Hatte mir auch schon mal einen besorgt. Und der hat mir aber nicht ganz so gut gefallen wie der hier. Erstmal ganz kurz, was ist das? Das ist Roteiche, mein meckernder kleiner Samwise. Der ist völlig ausgepowert. Der hat eben einen Hundekumpel getroffen und eigentlich sollte er jetzt schlafen, ist aber wie so ein quengeliges Kind. Roteiche ist knapp 2,8 cm im Durchmesser, war 182 cm lang, habe ich unten um ungefähr 15 cm gekürzt. Drauf gemacht unten habe ich eine Wanderspitze, das ist das Ding hier, dann schnitzt man das so zurecht, dann steckt man das drauf und dann haut man einen Nagel durch, sodass man hier unten eine Metall,
Spitze hat, die jetzt auch mittlerweile schon deutlich abgerundet ist, damit sich das Holz hier unten nicht so auffächert mit der ganzen Zeit, ne? Weil das pilzt sonst so auf, wenn man das nicht macht, und dann ist das so mäh. Und für die bisschen Optik habe ich hier noch so ein klein bisschen einfach einen Fellstreifen abgeschnitten und drum gemacht. Was habe ich mit diesem Wanderstab vor und warum habe ich ihn mir geholt? Ich habe ihn mir geholt, weil er natürlich zum einen eine geile Stütze ist, weil man ihn zum anderen auch gut benutzen kann für einen Tarpaufspann. Das heißt, ne, wo zum Beispiel Trekkingstöcke manchmal benutzt werden, kann man natürlich auch einen Wanderstab gut benutzen. Ich habe ihn aber auch noch aus einem ganz anderen Grund geholt, weil auf der letzten Heidschnuckentour hatte ich es tatsächlich, da werde ich auch noch ein bisschen ausführlicher in meinem Hundeerfahrungsvideo bei Mehrtagestouren drüber sprechen, dass ja, es gibt einfach Menschen, die wohnen ein bisschen abseits von Zivilisation und die haben dann einen 50 Quadratmeter Garten oder was weiß ich, meinetwegen auch 100, und setzen dann da einen Hund als günstige Alarmanlage rein und beschäftigen sich nicht mehr mit dem Hund weiter. Das heißt, der Hund ist unglaublich unausgelastet, sowohl körperlich als auch im Kopf, dadurch unglaublich aggressiv, ne? Und dann hatten wir es auf der letzten Tour, dass so ein Riesenviech fast einfach den Zaun eingerissen hätte. Und wenn der rausgekommen wäre, hätte er Samwise, ja, angegriffen. Ich werde über das ganze Thema noch ein bisschen mehr sprechen. Aber auf jeden Fall, um ein bisschen wehrhafter zu sein, habe ich dann auch gesagt, dann nimmst du nicht nur einen kleinen, vielleicht aus weichem Holz, sondern du nimmst gleich einen ordentlichen, das ist nämlich eigentlich ein Bow-Stab. Aus der japanischen Kampfkunst, soweit ich weiß. Ob das jetzt genau japanisch ist, weiß ich nicht. Nennen wir es einfach asiatischen Kampfkunst. Also einfach ein Roteichenstab, der besonders lang und stabil ist, womit man ein bisschen wehrhafter ist. Ne? Das hatte auch ein bisschen den Hintergrund. Das heißt, da haben sich ein paar Ansprüche gemischt und im Endeffekt ist das das kleine Ding hier geworden. Das waren jetzt keine Ausrüstungstipps oder Reviews von mir. Ich wollte euch nur einfach mal so mitteilen, was ich hier gerade so am Laufen habe. Ich glaube nicht, dass ich zu einem Stock irgendwann mal eine Review machen werde und auch zu dem Wollhut wahrscheinlich nicht. Vielleicht irgendwann mal. Schauen wir mal, falls ich da noch mehr Modifikationen dran vornehme. Jetzt ist der hier oben natürlich ein bisschen blank und ich habe mir vorgenommen, alle 1000 Kilometer möchte ich mit einem Lötkolben hier einen Ring reinbrennen. Das finde ich richtig cool. Mal gucken, wie schnell ich die ersten 1000 Kilometer hinbekomme. Und da mache ich jedes Mal einen kleinen Ring hier rein. Ne? Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Je nachdem, wie viele Kilometer ich denn schaffe oder jemals wandere. Ne? Und das Ding wächst mir immer mehr und mehr ans Herzen. Hier oben ist noch ein bisschen nackt. Ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht hier oben drauf was Kleines, Dekoratives mache. Ne? Man tobt sich da ein bisschen dekorativ aus. Man bastelt ein bisschen. Durch die Mittelaltersaison bin ich sowieso insgesamt viel in Bastelstimmung. Habe gestern ein bisschen genäht an meinem Hemd, das ein bisschen kaputt gegangen ist bei der letzten Wandertour und so weiter und so fort. Jetzt bin ich schon wieder Ewigkeiten am Quatschen. Und das macht auch ein bisschen Hunger, ne? Also werde ich jetzt erstmal mir was zu essen machen, und zwar eine kleine Trekking-Mahlzeit. So, Essen, meine Freunde. Oh. Ein kleiner Aufschäumer. Ich habe mir was von Track and Eat mitgenommen. Sahne, Nudeln mit Hühnchen und Spinat. Sam weiß, du kriegst nichts. Ja, alles gut. Mm. Oh, du stinkerst aber nach Morast. Mm. Habe ich noch nie ausprobiert, solches Trekking-Essen. Werden wir heute mal ein bisschen machen. Ein Schluck Wasser. Und natürlich den Trangia-Kocher. Oh, das ging aber fix, doch. Super. Genauso habe ich das gern. Denn wie viel Wasser brauchen wir denn überhaupt? Wir brauchen... Was steht denn hier drauf? 490 Milliliter? Na gut. Also ungefähr das ganze Ding. Ja, ich würde sagen, dann warten wir, bis das hier fertig ist.
So, das Wasser kocht. Jetzt machen wir das hier. Es gibt so eine Vornaht auf. Okay. Dann reißen wir es auf. So, wie sieht das denn erstmal aus? Wie Maggi oder Knorr. Also ich sehe da keinen großen Unterschied. Übrigens haben wir letztens auch zum Trekking Maggi bzw. Knorr, diese Fertigzeug, benutzt. Wenn ihr da was nehmt, dann nehmt lieber so kleine Spirli-Nudeln, heißen die, glaube ich, Spirli-Käse, als die Penne-Tomate-Mozzarella. Nicht, weil die jetzt total doll schlecht schmecken, sondern einfach, weil die Penne so lange braucht und die Spirli-Nudeln sind deutlich früher fertig. Na? Könnt ihr euch noch mal ein bisschen Wasser und natürlich auch Dingens sparen. Heißkraft sozusagen. Jetzt soll ich da Wasser reinkippen. Okay, bis zu dieser Fill-Line. Dann kippen wir da mal Wasser rein. Heißes Wasser natürlich. So, brauchen wir noch mehr? Wäre natürlich klug, wenn diese Fill-Line nicht außen, sondern innen wäre, ne? Aber das nur mal von meiner unbedarften Seite aus. Aber das sieht gut aus. So, und jetzt soll ich es wieder zumachen. Was irgendwie nicht funktioniert. Warum nicht? Willst du mir nicht wieder zuklippen? Warum willst du nicht wieder zuklippen? Nö. Nur so ein bisschen leicht, aber nicht so richtig doll. Das enttäuscht mich jetzt. Aber es hält. Okay. Und wie lange soll das jetzt so? Ich soll das vorher erstmal umrühren. Okay, wir rühren das erstmal um. So. Sorgfältig umrühren steht auf der Verpackung. Machen wir das Ganze nochmal. So, 5 Minuten. Dann stellen wir uns mal eine Uhr. Wir machen mal 6, ne? Weil wir sind spendabel heute. Und natürlich machen wir den Spirituskocher erstmal aus. Muss ja nicht mehr Waldbrandgefahr sein, als es sowieso ist. Obwohl im Moment regnet so viel, da haben wir völlig entspannte Lage gerade, zumindest in Nordniedersachsen. So, 6 Minuten warten. Essen ist sozusagen fertig. Dann probieren wir das Ganze doch mal. Ja, riechen tut es halt wie Fertigessen, ne? Hey, das ist mein Essen. Hier erstmal, so sieht's aus. Ja, wie so typische cremige Nudel irgendwas. Es dampft halt noch schön, ne? Ist schön warm da drin. Ich sollte es auch zum Anfassen was haben. Und jetzt gucken wir mal, ob die Nudeln auch durch sind. Ich sehe hier auf jeden Fall, und das fällt mir schon mal positiv auf, gegenüber dem typischen Maggi-Knorrzeug und so, dass hier tatsächlich ganze Hühnchenstückchen drin sind. Sie sind sehr klein, aber sie sind da. So, jetzt probieren wir mal. Nein. Die Nudeln sind nicht durch. Überhaupt nicht. Habe ich noch Wasser? Ich tue noch mal ein bisschen Wasser rein, warte ein paar Minuten. So, jetzt habe ich noch mal 3 Minuten gewartet. Mit noch mal ein bisschen extra warmem Wasser. Jetzt gucken wir mal. Sieht immer noch genauso aus wie vorher, ne? Wie Standardzeug. Und jetzt probieren wir mal. Geschmeckt hat es eben schon mal gut, aber die Nudeln waren dann noch nicht durch. Ich muss sagen, es schmeckt deutlich besser als das ganze Maggi- und Knorrzeug. Also das muss man wirklich sagen, es schmeckt meiner Meinung nach deutlich besser. Ab und zu hat man ein richtiges Fleischstückchen. Es schmeckt einfach nach mehr. Es schmeckt einfach intensiver. Man schmeckt das Fleisch richtig raus. Man schmeckt die Zwiebeln richtig raus. Das ist schon deutlich, deutlich leckerer, ja. Muss man so sagen. Es ist deutlich leckerer. Jetzt muss man natürlich wissen, ob einem, ich glaube für 7 Euro hatte ich das letztens bei McTrack gesehen. Das ist so eine Trekking-Marke. Ob einem 7 Euro gegenüber 1,50 Euro das wert sind. So, mein Freund. Auch wenn ich die Natur sehr, sehr liebe, ich muss zu einem Termin. Es ist leider nur eine sehr kurze Tour, weil ich heute nur sehr kurz Zeit habe, um endlich mal wieder vernünftig rauszugehen.
Aber ich muss ja auch sagen, ich bin im Mittelalterbereich im Moment ständig unterwegs und auch ständig am draußen schlafen. Das heißt, mich stört das nicht so. Es ist nur schade für den YouTube-Kanal, dass ich im Moment keine großen Übernachtungsvideos und sowas hinkriege. Aber da kommt bestimmt noch mehr. Aber dieses Video ist ja noch nicht vorbei. Wir waren dann auch erstmal noch zusammen zurück. So, mein Freund, leider ist das Video an dieser Stelle vorbei, aber keine Angst, es kommen noch weitere Videos. So wie immer, jedes Wochenende, Sonntag um 19 Uhr, kannst du ein neues Video erwarten, denn mittlerweile kriege ich das ja auch hin mit meinem Drehplan, selbst in der Sommerzeit. Wenn dich noch weitere Videos interessieren, einfach hier links und rechts oben draufklicken, Outdoor, so wie immer. Hier unten auf den kleinen Button kannst du mich oder meinen Ausrüstungskanal abonnieren und unten in der Videobeschreibung, wie immer, alle Links. Natürlich auch eine kleine Ausrüstungssammlung, so was ich am öftesten benutze und so generell empfehle. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.